Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen DM-Haul XXXL, weil ich habe keine Ahnung, was mich getrieben hat. Ich habe das Paket aufgemacht und dachte, sag mal, das habe ich doch nicht alles bestellt. Doch, doch habe ich. Ich habe mir extra noch mal die Rechnung per PDF runtergeladen. Ich habe das bestellt. Ich weiß nicht warum. Ich habe manche Sachen so oft bestellt. Fragt mich nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mich getrieben hat. Aber also heute kommt noch mal eine Bestellung an, aber das wäre jetzt zu viel geworden, weil die auch gute Handschuhe drin hatten und bei DM muss man wirklich, wenn man was sieht, was einem gefällt, muss man sofort bestellen, sonst ist das immer ausverkauft. Das ist Horror. Ich wollte auch noch eigentlich Pumpkin Spice Popcorn haben und noch andere Sachen. Alles ausverkauft, man bekommt nichts mehr. Diese wunderschöne Maske ist tatsächlich leider auch schon ausverkauft online. Wie es im Laden aussieht, weiß ich nicht. Aber das ist so ein Albtraum. Und vor allem auch ständig sind die Windeln ausverkauft, ne? Deswegen, ja, bestelle ich dann halt mal öfter. Aber ja, und deswegen, ja, die Handschuhe haben mir gut gefallen. Zeige ich euch alles im nächsten Haul. Ich hoffe, ich habe da nicht nochmal diese Sachen, die ich aus Versehen hier irgendwie so oft bestellt habe, nochmal bestellt. Das wäre tragisch. Aber es hält ja auch eine Weile, ne? Also ich dachte gerade, sag mal, ich habe hier auch gar nicht alles drauf. Es ist noch, die Hälfte ist noch im Karton. Frag mich nicht. Die Windeln habe ich schon verräumt. Und Gott sei Dank habe ich ein XXL-Pack Windeln 5 Plus bestellt. Und jetzt irgendwie sind wir gerade in der Phase zu Größe Nummer 6. Und ich dachte, schön. Egal. Nachts ziehen wir dann die größeren an, dass es halt eben reicht. Und tagsüber dann eben die. Ja. Man kann ja auch öfter wechseln, ne? Ist ja klar, muss man ja eh, sonst wird es ja bunt. Aber ich dachte mir dann auch, okay, das war jetzt unplanmäßig, aber man kennt es, so ist es ja immer. Und ja, wie gesagt, diese Maske hier, Magical Wishes, Limited Edition, unfassbar süß. Davon wollte ich eigentlich auch noch ein paar Sachen haben, waren dann ausverkauft. Und als ich jetzt dann vorgestern bestellt habe, kamen wieder ein paar Sachen rein. Und deswegen, ich habe dann sofort bestellt. Ja, und jetzt habe ich gerade geguckt, weil ich gedacht habe, ich habe das nicht alles bestellt. Ich gucke nochmal nach. Jetzt habe ich gesehen, dass dann wahrscheinlich morgen oder übermorgen noch andere Sachen online kommen, die mich auch interessieren, aber es langt. Also, es reicht wirklich. Ich habe jetzt dann erstmal genug. Bis November auf jeden Fall erstmal genug. Ja, naja. Mit zauberhaftem Duft. Das liebe ich ja immer, ne? Weil da weiß man überhaupt nicht, was einen erwartet. Mit Cassis-Extrakt und magischem Goldstaub. Oh Gott. Naja, schauen wir mal. Wenn ihr wollt, dass wir das in einem Video zusammen ausprobieren, dann können wir das gerne machen. Schreibt es mir in die Kommentare. Augenpads habe ich jetzt keine dazu gefunden. Aber vorgestern habe ich noch eine andere Maske bestellt. Die ist aber allerdings für meine Freundin, weil die hat wieder 2 € gekostet. Und da habe ich mir dieses Mal gedacht, nein. Und die hier hat aber 95 Cent gekostet. Weiß der Geier warum? Keine Ahnung. Aber sehr niedlich. Hatte ich für meine Freundin auch, aber habe ich ihr schon geschickt. Deswegen habe ich die jetzt hier gerade nur einmal da. Dann, ich traue mich gar nicht, das zu zeigen, was hier ist. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe mir aber wieder Getränke mitgenommen für unterwegs wegen den ganzen Terminen. Ich muss jetzt auch wieder viele Videos vordrehen, weil nächste Woche habe ich eigentlich jeden Tag einen Termin, außer an einem Tag. Und da kam dann mein Mann auf die Idee, wir könnten ja Autos gucken gehen. Oh nee, habe ich gesagt, ich weiß nicht. Das wird mir, glaube ich, alles zu viel, weil ich muss das ja auch noch alles schneiden. Ja. Und das ist auch nicht so gut, wenn dauernd was ist. Das Kind braucht ja auch mal Ruhe, ne? Ja. Genau. Weil wir alleine 3 Termine nur für ihn haben nächste Woche. Ich finde, das ist dann zu viel. Ich weiß nicht. Ich finde, das Kind braucht dann mal Ruhe. Ja. Grapefruit-Geschmack. Gab es jetzt neu. Grapefruit liebe ich ja.
Und für unterwegs brauche ich das ja immer. Dann, das hier hat mir gut geschmeckt. Das hatte ich mir ja auch mal bestellt letztens. Mit Limette und Ingwer. Sehr erfrischend von Hohes C. Genau, das war es aber an Getränken. Dann durfte wieder mit. Oh, Spee. Waschmittel kaufe ich ja immer, finde ich ganz gut. Ich mag nur nicht so gerne die Verpackung. Hat mir besser gefallen, als durchsichtig war. Aber gut, naja, so ist es jetzt halt. Ist fast leer. Ich muss jetzt richtig viel waschen, weil wir die ganzen Herbst-Winter-Sachen jetzt rausgeholt haben. Und ich wasche das dann immer noch mal durch. Genau, deswegen war jetzt einiges an Wäsche. Dann nachgekauft wieder Sensitive Professional Repair and Prevent Zahnpasta von Elmex. Meine ist leer. Ich habe jetzt eine andere, weil es die auch eine Zeit lang nicht gab. War dann auch immer ausverkauft. Die ist auch super teuer geworden, finde ich. Da habe ich mir jetzt eine andere geholt, die jetzt gerade in Anwendung ist. Aber ich werde die vielleicht abwechselnd benutzen, weil ich finde die andere nicht ganz so gut, obwohl die auch von Elmex ist. Ich glaube, das ist nur die Sensitive. Ich finde die nicht ganz so gut wie die. Ja. Dann durften mit Alete Kinderkekse in der Kakao-Variante, Schoko-Variante. Da hatte ich eigentlich sonst meistens die anderen, aber ich dachte, komm, mit fast drei kann man jetzt auch mal Schoko-Variante nehmen. Dinkeldörte sagt Hi. Dann, wo wir gerade beim Thema sind, Dinkel-Knusperbrezel mitgenommen. Sesam. Finde ich halt gut für Kinder. Ich finde nicht so gut die Salzbrezeln, weil das ist zu viel Salz für Kinder. Und deswegen finde ich es gut, dass das Sesam mit drauf ist. Genau. Von Huoba. Ja. Dann, wir brauchen viel für unterwegs. Wie gesagt, wegen den Terminen und so. Hier ist auch noch was drin. Zeige ich euch gleich. Warum auch immer, habe ich dreimal das hier bestellt. Pff, fragt mich nicht. Knusperherzen, Himbeere, Banane. Ich weiß es nicht. Weil ich habe keine Ahnung, wie viele Kinder ich da verköstigen wollte in dem Moment. Zudem haben wir auch noch dreimal. Die magische Zahl war 3. Das hier. Aber die sind richtig toll. Getreidebärchen mit Superfrüchten von Baby Vita. Die kann ich euch auch empfehlen. Die sind so winzig. Sind wirklich ganz, ganz kleine Bärchen. Die sind super lecker auch. Und wir teilen das auch immer, wenn wir unterwegs sind. Mit anderen noch, die dabei sind. Die Kinder kennen da ja nichts. Rein. Egal, fremdes Kind, wer bist du? Was soll's? Ja. Keine Ahnung. Dann, die wollte ich mal ausprobieren. Von Pumpkin Organics. Apfel- und Zimtringe. War mir jetzt irgendwie schon danach, ne? Apfelzimt. Mit Hirse und Quinoa. Bin ich mal gespannt drauf, aber ist nicht viel drin, 20 Gramm. Und da ist halt 30 Gramm immer drin. Und das ist sogar teurer als das. Einmal, nicht dreimal, einmal nur. Da hat der Verstand noch gewirkt. Dann, die hier sind auch super lecker. Apfelreiswaffeln sind auch mega lecker. Einmal, wie gesagt, ich weiß nicht, was da los war. Dann Dinkel-Apfelkekse. Finde ich auch ganz süß. Und die sind sehr beliebt. Mag ich auch sehr gerne. Ich hatte ja letztes Mal mitgenommen, ich glaube von Fruchtbar. Ich glaube, so heißt das. Die Pizza-Kringel, die war nicht so beliebt. Ich habe noch in der Tupperdose. Sind auch ein bisschen trocken gewesen. Aber die hier, die Dinkel-Pizza-Stangen, die sind super. Die mögen alle gerne. Und was ich immer dabei habe, man weiß nie, Notfall, keine Ahnung. Ich war schon so oft so froh,
wenn ich sowas dabei hatte. Und auch zu jedem Termin gebe ich dem Kleinen sowas mit, dass er auch was hat. Seine Sicherheit einfach. Und dann guckt er immer seinen Rucksack und da ist das dann alles drin und das ist dann gut. Ne? Getränk ist drin, Fruchtriegel ist drin, irgendein Spielzeug, was er gerne mag, Schnuller halt. Obwohl wir eigentlich zu Hause keinen Schnuller mehr benutzen, nur noch nachts, aber zur Sicherheit einfach, genau. Und deswegen brauche ich da halt auch immer gut was, weil er ja auch Termine auch ohne mich hat und das gibt ihm einfach Sicherheit. Genau, das ist dann Apfel-Banane-Fruchtriegel, da gab es so ein Set, 4 Stück, das war vielleicht 10 Cent billiger oder so. Dann, die Große mag das auch noch sehr gerne. Ich habe sie jetzt letztens gefragt, willst du das noch? Ist dir das zu kindisch? Und hat sie gemeint, ach nee, es geht. Kommt drauf an, was da drauf ist. Okay. 3-mal das hier. Das hat nur 40 Cent gekostet, warum auch immer. Und die anderen kosten alle so 45, 55 oder sogar auch manchmal 65, 85 Cent. Aber das schmeckt denen auch. Apfel, Banane, Mango. Dann Apfelkarotte, ist auch einer von den günstigeren. Dann das hier ist auch sehr beliebt, Apfel-Aronia-Beere. Und ich habe jetzt noch Obstschnitte bei Lidl mitgenommen. Gibt es auch 3 verschiedene Varianten für die Große, weil sowas zum Beispiel, das ist ihr jetzt zu kindisch dann inzwischen. Knusperriegel, Apfelkirsche, aber zu Hause sagt sie trotzdem nicht nein. Nur für in die Schule möchte sie es nicht mehr. Oder sowas ist ja auch zu kindisch. Klar, ich meine, die ist jetzt 9. Banane, Erdbeere, Milch. Dann, sowas geht noch. Apfel, Mango. Ja, jetzt nur Früchte drauf. Sowas ist auch noch in Ordnung. Banane, Blaubeere. Genau. Und dann gucke ich mal, was hier drin ist. Und dann muss ich mal im Karton noch mal gucken. Unfassbar, was ich da bestellt habe. Keine Ahnung, Leute. Ach, warum ist das denn da drin? Okay. Da freue ich mich. Und zwar die 9 Kaugummis von Below mit Wednesday Addams. Gibt ja noch andere Produkte, hat mich aber nicht so angesprochen. Beziehungsweise schon, aber brauche ich nicht unbedingt. Aber bei den Kaugummis. Und ich habe jetzt gerade die Campus-Tüte ausgepackt und da war auch Bilou-Kaugummi in Cheesecake-Variante mit drin. Habe ich mich auch gefreut, weil das kannte ich auch noch nicht. Da ist jetzt Sweet Mint und Very Berry. Bin gespannt. Verpackung ist auf jeden Fall voll cool. Ich habe jetzt das restliche alles ausgepackt und ich habe noch gefunden. Apfeltraube und nochmal Apfelkarotte. Und das mag die Große auch sehr gerne und das gab es jetzt in einer Limited Edition. War zuerst auch ausverkauft, als ich das hier bestellt habe. Deswegen habe ich die Variante mitgenommen. Aber als ich jetzt wieder bestellt habe, gab es das wieder. Deswegen, wie gesagt, habe ich eben einfach nochmal bestellt. Dann gab es auch noch ein gutes Angebot, dass man Tee gratis bekommen hat. Und so. Wisst ihr Bescheid. Bin auf jegliche Werbestrategie reingefallen. Genau, und zwar war das eine Bratapfeltasche. Und da dachte ich, komm, hat mich halt angesprochen auch. Obwohl es gar nicht für mich ist, aber das hier, fruchtbar. Dinkel, Erdbeere, Apfel. Ja, das ist auch sehr beliebt. Das mag die Große auch gerne in ihrer Brotdose haben. Genau, das ist ihr dann nicht so kindisch. Ja, dann habe ich mir mitgenommen. Ich bin ein bisschen erkältet schon. Gut, dass ich hier Tee gekauft habe, Brennnesseltee. Ich habe aber auch noch Thymian-Tee da. Der ist auch sehr, sehr gut von der MBio. Kann ich euch empfehlen. Der schmeckt zwar super eklig, aber der wirkt. Und den werde ich mir dann auch gleich noch nachher machen. Ich habe hier gerade noch Tee. Aber wenn der leer ist, habe ich mir nämlich eine super schöne Glasteekanne bei Amazon bestellt. Kann ich euch gleich auch mal zeigen. Kann ich euch verlinken. Ach, die gefällt mir so gut. Ja, mit Zitronengras. Mal gucken. Mag ich gerne. Dann für mich und meinen Mann bestellt. Rücken- und Schulter-Aroma-Pflegeschaumbad. Das rennt
Rentner-Ehepaar. Teufelskralle, ja, also das riecht super gut auch, liebe ich. Und ich hatte ja immer diese Sachets, aber dann dachte ich, komm, jetzt nimm mal hier so ein 400-Milliliter-Ding mit. Das macht weniger Müll, hält auch länger und genau. Ja, dann dreimal Milch, habe ich auch wieder nachbestellt. Mag ich hier von DM Bio. Was mir aber aufgefallen ist, mit der kann man nicht so gut aufschäumen. Also kann man nicht so gut Cappuccino oder so machen, aber mein Gott. Dann, ja, hatte ich jetzt nichts mehr da. Ist das kaputt? Nee. Habe ich jetzt wieder, braucht man jetzt alles bei dem Wetter, Leute. Ingwer Kurkuma, 7-Tage-Shot, zweimal mitgenommen. Liebe ich, seit Jahren kaufe ich den. Dann für den Kleinen. Ich wollte es mal ausprobieren. Ich mag ja auch immer gerne Saft trinken, aber ist auch nicht so gut, ne? So viel Saft. Deswegen dachte ich, komm, sowas mal und dann halt ein bisschen mit Wasser, ne, mischen. Biosaft, Karotte oder man kann da auch einen Spritzer Apfelsaft noch mit reinmachen, vielleicht. Aber ich gucke mal, ob er es auch so mag. Ja, reich an Vitamin C und Vitamin A. Habe ich zweimal mitgenommen. Dann für meinen Mann. Oh, ich hoffe, er mag das. Ich habe gesehen, er braucht Shampoo. Gesagt hat er nichts, ne? Man kennt's. Es gab noch mit Ingwer, aber dann wusste ich nicht so. Ob, ja, aber ich habe mal das hier mitgenommen. Schau mal, mag er auch gerne mit Hopfen. Mal gucken. Riecht jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, wie jedes Männerduschgel. Ja, ich denke schon, dass es ihm gefällt. Meistens hat er eh keine Meinung dazu. Dann, ja, und da wollte ich eigentlich was anderes bestellen. War auch ausverkauft, Leute, ihr merkt schon, das ist wirklich ein Struggle hier bei DM. Aber wenn man sonst keine Probleme hat, geht's, ne? Ja, aber ich habe das jetzt bekommen und da habe ich mich gefreut. Deswegen, wie gesagt, musste ich nochmal bestellen. Ihr werdet das demnächst dann sehen. Und das war auch wieder ein richtig toller Haul. Aber guckt mal, DM Bio, Tomatensauce, Kräuter. Ja, kann man auch selber machen. Mache ich auch gerne. Aber ich habe viele Termine jetzt auch wieder und da muss es eben einfach auch mal schneller gehen. Und genau, deswegen sowas darf dann auch gerne mal sein. Und vegane Bolognese. Und was es jetzt auch neu gibt, ist eine Linsen-Bolognese. Genau, und die habe ich mir jetzt dann auch noch bestellt. Aber das war es jetzt erstmal hier. Aber wie gesagt, freut euch auf den nächsten Haul auch noch. Und ich habe mir auch noch tolle Scrunchies mitgenommen. Ich hoffe, die passen mir. Und einen schönen Nagellack. Da freue ich mich auch drauf. Da durfte auch mal wieder was für mich mit. Genau. Und ich hoffe, ich habe nicht so viel Kinderessen bestellt. Leute, das war jetzt schon peinlich ein bisschen. Aber mein Gott, ne? Alles für die Kids. Und ich nasche das auch gerne. Ich greife dann auch immer mal so rein. Ja. Das war's. Ach nein! Oh mein Gott! Nein! Ich habe ja noch was vergessen. Und zwar ganz wichtig hier am Ende. Das dürft ihr jetzt aber nicht verpasst haben hier, ein Globerbier. Mit Capybara. Und jetzt habe ich aber nochmal bestellt mit einem Dackel. Irgendwie sind jetzt alle auf Dackel schon wieder. Das gab es schon mal vor ein paar Jahren. Aber es sind ja auch süße Hunde. Genau, weil irgendwie Klopapier ist, geht schnell leer momentan. Ja, okay. Jetzt aber wirklich, das war's. Mit dem XXL-Haul. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.